Moin Leute, so jetzt sind wir hier mal am Start. Wir haben die Firma Geokonzept, Topcon haben wir sie hier, Sven Cordes, Jens haben wir hier und Kim. Moin. Ja. Würde Moin. Ich sagen, ihr stellt euch erstmal vor, ja. Wo ihr herkommt, was macht ihr so? Mein Name ist Kim Graban, ich komme aus Schleswig-Holstein, bin Gebietsverantwortlicher für Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern, schwerpunktmäßig Landwirtschaft 4.0 und ich habe heute Jens zur Unterstützung dabei, der kümmert sich um Sonderkulturen. Gut, hallo, ich bin Jens Kutschenreuter. Ich bin, wie es der Kim schon gesagt hat, zuständig für tendenziell Sonderlösungen bei uns im Hause. Das heißt, ich bin zuständig für sämtliche Reihenkulturen, für Obstbau, Weinbau, aber auch für Pflanzenzüchter beispielsweise. Und wir haben hier verschiedene Lösungen, die wir vorstellen möchten. Das, was ich so mehr oder weniger in der Hand habe, ist ein Vermessungssystem in RTK-Genauigkeit, das heißt 2,5 cm oben an der Antenne. Und wir haben jetzt hier den Hinterhof aufgezeichnet, also die genauen Geokoordinaten, und können dann zum Beispiel Obstbäume genau pflanzen. Also wir können die Reihen planen und wir können auch die Abstände der Bäume planen und können das Ganze in Echtwelt auch in die wirkliche Welt sozusagen auf dem Schlepper übertragen. Okay, und Sven, den habt ihr schon mal gesehen? Mich kennt ihr ja schon, ich bin Sven Cordes von der Firma Cordes Landmaschinen. Genau. Ja, Sven hat das wohl möglich gemacht, dass die Firma das bei Ihnen in der Schmiede aufbauen konnte. Der Schlepper ist vor 2 Tagen dahin gegangen, unser 2.8er. Und das fanden wir erstmal ganz toll, dass ihr das zusammen da schon erstmal raufgebaut habt. Und jetzt lassen wir uns einfach überraschen, was kommt. Ne? Genau. Ich würde auch sagen, das wären mehrere Videos. Wir werden das nicht in einem reinkriegen, weil sonst wird es zu lang. Ne? Ja. Was genau machen wir jetzt? Ich habe jetzt quasi hier die Eckpunkte von dem Hinterhof mal aufgezeichnet. Jetzt lade ich quasi diese Daten in das Programm, beziehungsweise wurde das im Programm aufgezeichnet. Und dann müssen wir jetzt noch schauen, ich weiß, was ist denn der Abstand von den Reihen? Wie weit sind die auseinander? 3 Meter? 3,50, 3,30, so. Gut. So Leute, jetzt haben wir uns mal eben hier nach drinnen verkrochen, weil es draußen nicht so schön war. Und ja, jetzt geht's weiter hier. Also wir haben jetzt die Daten, die wir gerade eben aufgenommen haben mit dem RTK-Tablet, übertragen auf den PC und fangen jetzt mit der Planung an. Wir haben vorher die Grundeinstellungen vorgenommen, wie Pflanzabstand, Fahrspurabstand. Haben jetzt hier diese Feldgrenze als Polygon dargestellt und beginnen mit der Startlinie, bis wohin wir pflanzen möchten. Wir wollen auf der Seite beginnen mit der Pflanzung und schon ist die Planung abgeschlossen. Das war's. Jetzt können wir das Ganze mit OK bestätigen, das Ganze noch benennen, dass wir das auch zuordnen können, die Daten. Und schon haben wir die Planung. Das heißt, wir sehen jetzt hier, die Pflanzpunkte, das sind diese kleinen schwarzen Vierecke. Diese größeren Polygone außenrum brauchen wir für die automatische Auslösung, für die Pflanzsteuerung. Und jetzt können wir im Endeffekt hergehen und können diese Pflanzplanung direkt als ISO-XML-Datei exportieren. Und das war's schon. Und die Software dahinter, das läuft auf Windows 10? Oder? Das ist auf Windows 10, ja. Windows 7, Windows 10. Und das ist eine eigene GIS-Software letztendlich. Das heißt, wir haben 2 Leute im Haus, die das programmieren. Ja. Dementsprechend ist es ganz praktisch, wenn wir zum einen Fehler haben, können wir relativ schnell darauf reagieren, können auch immer qualifizierte Rückmeldung geben, wie dramatisch der Fehler ist, wird er behoben, wie schnell wird er behoben. Und zum anderen, wenn jetzt halt der Kunde sagt, ich hätte gerne dies oder jenes Feature umgesetzt, dann können wir halt auch relativ zeitnah und zuverlässig sagen, jawohl, das können wir oder mit dem und dem Aufwand. Mhm. Also wir können das auch individualisieren, wenn jetzt jemand die Vorstellung hat, er hätte gerne eine rosa Benutzeroberfläche, weil ihn das einfach entspannt, rosa Dinge anzuschauen, dann können wir das umsetzen. Das wäre natürlich dann eine individuelle Entwicklung, die kostet halt nur den einen Kunden Geld. Mhm. Und wenn jetzt der Kunde so gute Ideen hat, wo wir davon überzeugt sind, dass das andere Kunden auch haben wollen, dann wird es entsprechend in die Software eingepflegt. Genau, also da oben jetzt nicht verwirren lassen, das wirkt so ein bisschen überfrachtet, das Ganze. Ist normalerweise auch üblich, dass man jetzt diese Bedienschritte mit einer Maus macht am PC. Da müssen wir schauen, wie holprig das dann letztendlich wird. Mhm. Natürlich also im Feld mit dem Tablet besser, ne? Ja, genau. Also normalerweise die meisten Kunden haben tatsächlich, wenn die so komplizierte Planungen machen, noch eine Maus mit dabei am Schlepper, um das ein bisschen schöner bedienen zu können. Das probieren wir jetzt einfach mal aus. Also hier oben sieht man auch die verschiedenen anderen Module. Also wir können, haben Counting-Add-on, also wir können zum Beispiel Pol zählen oder so, Kürbisse zählen auf dem Feld. Wir können KidsGIS, also wir haben eine Drohnenanbindung dafür, mit Thermalsensorik, dass wir Kitze finden können vor der Maat beispielsweise.
Wir haben, also Quinn nennt sich das Ganze, also quasi einen fliegenden Endsensor mit einer Drohne, wo wir Applikationskarten rauskriegen können. Also da gibt es relativ viele Möglichkeiten. Wir konzentrieren uns jetzt tendenziell auf die Pflanzplanung. Wir können jetzt noch verschiedene Optionen machen. Wir können direkt die Pflanzverband ändern, von Dreiecksverband, Vierecksverband, ähnliche Dinge. Wir können das Ganze rotieren, wir können das versuchen parallel zu machen, wir können es konisch pflanzen. Planen, je nachdem, was man machen möchte. Aber wenn ich jetzt, sag mal, hier so eine Obstanlage habe, wären wir im Endeffekt jetzt schon fertig. Und das kann ich jetzt auf dem Schlepper? Genau. Also wir übertragen es jetzt aktuell mit USB-Stick auf das Fahrzeug. Es ist aber auch möglich, das Ganze per Internet zu übertragen. Das heißt, wenn ich irgendwo eine zentrale Planungsstelle habe und mein Schlepper kommt eben nicht jedes Mal wieder rein, dann kann ich das Ganze auch per Internet übertragen, ohne USB-Stick. Weil der USB-Stick ist logistisch ein bisschen ein Nachteil, in dem Falle nicht, weil der Schlepper 20 Meter weg steht. Aber wenn der Schlepper zum Beispiel 2, 3, 5 Kilometer weg ist und ich möchte die Pflanzplanung noch spontan ändern, fährt zum Schluss jemand wegen 2 Euro USB-Stick mal hin und her. Und das könnten wir auch entsprechend automatisieren. Aber wir sehen jetzt Anzahl Pflanzen 62. Anzahl Fahrspuren 3, das ist jetzt natürlich ein relativ kleines Feld, aber wenn ich jetzt hektarweise planen würde, würde ich eben genau bis auf die letzte Pflanze schon sehen können, wie viele Bäume muss ich bestellen zum Beispiel. Ja, die Fahrspuren sind dann hier zwischen, ne? Genau. Also 1, 2, 3. Genau. Ja. Also wir arbeiten jetzt aktuell so, dass die Sprühdose exakt mittig hinter dem Schlepper ist. Wir können aber auch hergehen mit dieser Pflanzsteuerungsgeschichte bis zu 4 Reihen ansteuern. Also je nach Schleppergröße und Kultur wird eben teilweise auch mehr Reihe gepflanzt und das ist auch ansteuerbar. Also wir können die Ansteuerung der Pflanzmaschine selbst entweder mit dem Lenksystem machen oder auch mit dem Tablet direkt. Ja. Je nach Anforderung. Das ist gut. Ja, jetzt muss Kim noch was reinschieben. Genau. Wir haben da mal was vorbereitet, sagt man da, glaube ich. Freundliche Assistentin hat es reingereicht. Ja. Aber Jens, dein Dialekt, den kann man aushalten. Ne? Ah, das ist gut. Finde ich so eine Stimme hier. Ne? Man denkt, man ist im Urlaub oder irgendwo. Ne? Das ist angenehm. Das ist gut. Kann man quasi hergehen, kann das exportieren. Also Topcon Horizon 5, da gibt es verschiedene Formate. Also wir wollen nicht nur Topcon-Lenksysteme bedienen können, sondern im Idealfall alle am Markt befindlichen Systeme. Ist jetzt natürlich mit Pflanzsteuerungen etwas schwierig, weil das ja nur Topcon kann letztendlich. Aber für Applikationskarten, Fahrspuren und so weiter sind wir auch mit anderen Systemen kompatibel. Und an dem Stab ist nur oben die Antenne und dann... Ja, also da gibt es auch verschiedene Ausstattungsvarianten. Das ist jetzt die teuerste, die wir haben. Das ist ein Tablet mit integriertem RTK-Empfänger. Das heißt, wir haben hier ein Kabel, was hochgeht zur externen Antenne. Ja. Beziehungsweise haben wir noch so eine kleine Stummelantenne. Das ist dann charmant, wenn ich eben nicht den großen, schweren Lotstab rumtragen möchte, weil das vom Handling her auch so ein bisschen schwierig ist. Deswegen kann ich mit dem hier beides machen. Also üblicherweise sind die Kunden, die eigentlich pflanzen wollen, eher mit Lotstab unterwegs als mit dem anderen. Aber das ist jetzt zur Vorführung und zum Zeigen haben wir jetzt eben da die höchste Ausbaustufe aufgefahren. Ja. Was wir jetzt exportieren ist ISO XML Stufe 4. Das heißt, wir können gruppierte Fahrspuren beispielsweise, also das heißt, dieser Export kann auch zumindest in Teilen auch von anderen Lenksystemen interpretiert werden, die eben ISO XML kompatibel sind. Mhm. Also jetzt sieht man, der Export war erfolgreich. Schließen und das war's. Genau, jetzt sollten wir im Idealfall auf dem Schlepper das Ganze sehen können. Klar, wenn man sich für sowas entscheidet, dann kriegt man ja auch von euch eine richtige Einweisung. Genau. Ich das im Detail nochmal. Ja. Ich glaube, was ich gut fand, mit dem Pflanzabstand und du weißt gleich, die Fläche habe ich dazu gekriegt. Was Jens eben gesagt hat, du hast sofort die Baumanzahl. Du kannst ja auch dein Vorgewende gleich mit da integrieren, wie breit soll das sein und alles. Das ist schon Bombe, ne? Und Pflanzgassen, man kann alles vorher planen und eigentlich sofort loslegen, ne? Ohne irgendwelche Leinen zu spannen nachher. Ja, du musst auch nicht erst mit dem Trecker da durch die Gegend fahren, du kannst das mit dem... Bombe. Also im Prinzip kannst du dann planen und dann die Bäume danach bestellen, wenn du es geplant hast. Genau, ich kann auch variieren, das macht jetzt in dem Falle keinen Sinn, aber wir können beispielsweise auch den Pflanzabstand erhöhen oder reduzieren. Kann ja sein, bei dem großen Schlag, wenn wir den nicht auf 3,50 Meter, sondern 3,49 Meter planen, dann habe ich zum Schluss eine Baumreihe mehr. Und der eine Zentimeter tut mir aber nicht weh. Ja, stimmt. Also das ist, das ist halt der Charme an einer Vorplanung. Ich weiß, was passieren wird. Ja. Genau. Das stimmt. So. Ja. Gut. Ja, dann zum... Danke. Jetzt hoffe ich, der USB-Stick ist nicht gestorben. Aber das wollen wir uns das im Heck noch mal eben angucken? Ja, im Heck angucken.
Und sonst erklärt Kim das drinnen nochmal eben. Soll ich? Ja. Gut. Also das ist jetzt so eine improvisierte Lösung und Möglichkeit, Pflanzsteuerungen letztendlich ohne aufwendigen Umbau darzustellen. Das heißt, wir haben hier eine Sprühdosenhalterung, leicht modifiziert mit Kreidespray. Die Auslösung passiert über ein Elektrosignal. Also das heißt, wir gehen über einen Hubmagnet her und lösen das Ganze aus und können dann eben beweisen, dass an der Stelle, wo wir tatsächlich das Ganze ausgesteckt haben, auch mit der Sprühdose drüber gehen. Das heißt, wir bringen quasi diese Echtweltkoordinatenplanung von Kogis praktisch tatsächlich auch aufs Feld. Und das ist jetzt so die Idee, das mal zu zeigen. Gut, dann ich würde jetzt fast sagen, ich schaue mal, ob die Pflanzplanung funktioniert hat, ob das dargestellt wird und angezeigt wird. Und dann stecken wir das erstmal hiermit aus, dass wir sagen, okay, das soll eine Pflanzung sein. Dann fahren wir da drüber, weil nicht, dass wir sagen, oh, wir sprühen erstmal und ich laufe dann schön so hin, dass es passt, sondern die Idee war ja genau andersrum, dass wir quasi hergehen und erst damit ausstecken und dann eben hier mit drüber fahren und sagen, jawohl, der sprüht auch an der richtigen Stelle. Ja. Dann lass uns mal überraschen, du. Und wir erst. So, wir importieren mit unserem USB-Stick einmal die fertigen Daten, gehen unter unseren Bestandsmanager, suchen unseren Betrieb einmal aus, laden die Daten rauf und können dann mit der Arbeit beginnen. Und wir können loslegen. Kommt jetzt auch gleich ein Signal, oder? Ja. Also insofern, das heißt, wir sind jetzt hier hingelaufen, wir sind jetzt quasi 3 cm daneben. Das heißt, wir sehen hier unten an der Spitze, da ist jetzt, ich sag mal im Radius von 3 bis 5 cm etwa die Pflanzplanung. Ich sprühe einmal an. Gut. So, jetzt gehen wir quasi hier, nehmen das nächste. Ah, Meter Abstand ist nicht viel. Nee. Das ist ein Schritt bei dir. Ja. Achso, und da, wo der schwarze Punkt da ist, da ist genau mein Baum da. Genau. Also die Kunst ist es so ein bisschen bei dem System, also so würde man natürlich nicht vorgehen, weil das viel zu kompliziert ist, aber das geht jetzt für die Vorführung, macht das durchaus Sinn. Das heißt, man würde quasi hergehen, ich habe jetzt diese Libelle da hinten dran, so wie das halt ohne Alkohol möglich ist, in der Mitte. Ja. Und jetzt sind wir einen Zentimeter daneben, das heißt da unten. Meinst du, wir probieren das auch nochmal mit Alkohol aus? Ja, natürlich. Das ist besser. Ja. Aber das müsste ich jetzt nicht für die ganze Reihe machen, ne? Nee. Nur für Vorführzwecke jetzt, dass man natürlich genau die Kontrolle einmal hat. Genau. Da das wird er nachher genau seinen Punkt hinsprühen. Ja. Ach so, dass du das siehst, was der Träger. Jo, alles klar. Wir sagen können, guck mal, da ist unsere Planung und da hat er auch tatsächlich hingesetzt. Genau. Wir können also, ja jetzt auch relativ einfach jetzt erst langfahren und hinterher sagen, guck mal, jo, wir haben getroffen. Ja, das stimmt, das stimmt. So hatte ich es erst vorgeschlagen. Jetzt hat das bei mir auch. Ja, ich musste eben. Ja, war bei mir genauso. Eben auch, und das Schöne ist machen können. Das Schöne ist ja, dass du dir auch noch eine andere Farbe ins Spiel bringst gleich. Ja, jetzt habe ich verstanden. Okay. Ich habe jetzt extra eine weiße Dose genommen von Hand, damit man den Unterschied erkennt hinterher. Ja. Also bist du soweit, Jens? In Baumschulen ist es so, da kann es tatsächlich per Hand gepflanzt werden. Aber bei einem Meter Abstand, wobei die dann in aller Regel bei größeren Bäumen weiter sind, kann ich auch mal so zwischenzeitlich eine Schnur spannen. Dass ich mir jeden dritten Punkt ausstecke beispielsweise über Maßband oder ähnliches, dass es so ein bisschen effizienter wird. Ja. Aber der Vorteil an der Lösung ist eben, es ist nahezu ein Ein-Mann-System, wenn man nicht sprühen müsste. So, da passt's. Kann losgehen. Gut. Jo. Sieht ja schon geil aus, ne? Das meiste konnte man auf der Kamera nicht so sehen, aber jetzt. Ah, doch, kann man doch sehen. Die Farbe kannst du natürlich auch gut auf dem Lager sehen. Ja. Das ist auch ein bisschen unabhängig mit den Dosen. Da gibt es verschiedene Farben. Ja. Da suchst du dir beim Dosenkauf die Farbe, was du haben möchtest. Ja. Rot ist halt immer eine Signalfarbe. So, jetzt nehmen wir mal die zweite Spur. Jetzt lenkt der Träger schon alleine, ne? Ja, der Träger lenkt schon alleine, ja.
sieht doch schier aus. Ja. Ja, das sieht wirklich schier aus. So könnten wir jetzt halt mit dem Erdbohrer losfahren oder halt viele drücken nach. Ja, genau. Ne? Du weißt gleich, wo man hin muss. Ne? Ja, genau. Ja. Ohne lange auszustecken und zu messen nachher. Ja. Hast du Schnur gerade. Ja, perfekt, Jens. Du bist ja schlagkräftig. Kommt ja. Du bist ja schlagkräftig. Ja, genau. Ja. Der begrenzende Faktor ist in dem Aufbau das Wechseln im Endeffekt der Sprühdose. Und es ist auch so, dadurch, dass diese Dosen intern relativ wenig Druck haben, kann ich auch nicht unendlich schnell fahren, sonst sehe ich es nicht mehr. Ja. Also wenn man jetzt da irgendeine andere, bessere Konstruktion hat, kann ich auch mit 3, 4, 5 km/h fahren und diese Pflanzlöcher markieren. Und das ist natürlich dann schon fix. Und mit dieser Dose kann ich 5 km/h? Nee, mit der eben nicht. Also so, dass, ja. Wenn wir jetzt das auf 3, 4 km/h erhöhen würden, würde die Genauigkeit nicht unbedingt abnehmen oder nicht sehr stark, aber ich würde das halt nicht mehr sehen können. Also das wäre nicht mehr so kräftig rot, sondern das wäre so ein bisschen verteilt. Und deswegen... Und wie schnell bist du jetzt eben gefahren? 1,5. Aber so, das passt, glaube ich, ganz gut. Also wir sind da ziemlich in der Mitte, würde ich sagen. Ja, das hat Bombe geklappt. Also das ist... da kann man jetzt über ein paar Zentimeter hin oder her sicherlich diskutieren. Aber genau, bist du mit dem Erdbohrer hinterher nicht beim Ansetzen. Nee. Genau. Nee. Ja, von daher denke ich, haben wir das bewiesen, dass wir es planen können und auch an der Stelle das Zeug appliziert werden kann. Also das ist, was ich eben gemeint habe, wenn man vor der Pflanzreihe steht oder beziehungsweise vor der Reihe zum Durchfahren, kann ich eben per GPS mich tatsächlich selbstständig ausrichten lassen. Je nachdem, ob ich ein Front- oder Heckanbaugerät habe, ist es eben notwendig oder vielleicht auch nicht. Aber dieses Video, würde ich sagen, mit dem Stab und alles, das ist jetzt durch, ne? Jo, das ist genau. Ja. Würde ich sagen. Prima. In diesem Sinne sind wir wieder raus. These funktioniert. Genau. Ja, genau. Okay. Da haben wir nicht zu viel versprochen. Super. Okay. Ciao. Ciao. Tschüss.